Was geht ab, meine Freunde, zu einer weiteren Folge My Dame Porsche. Ja. Wir haben in der letzten Folge geschafft, unsere Workbench auf Level 2 zu bringen. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Fortschritt, den wir erlangen konnten, weil wir die ganzen Sachen brauchen für den Didi-Transporter. Ich weiß aber, dass wir hier nämlich ein paar Sachen gemacht haben, um den Didi-Transporter vollständig herstellen zu können. Ich hole mir das alles mal ab. Hier haben wir noch ein paar Sachen. So, zack. Okay, das braucht noch ein bisschen. Das braucht nur noch 10 Sekunden, Leute. Dann können wir den eigentlich direkt schon mal... Wo ist der? Hier. Den auschoosen. Rubber Tire. Haben wir noch nicht. Glas. 5-mal. Okay, wo haben wir denn das restliche? Ah, Glas konnten wir ja nicht. Stimmt, wir haben ja viel zu wenig. Viel zu wenig Glas leider. Moment, dann können wir hier noch gucken, was der braucht. Wir brauchten noch hier Backseat. Ach, hier steht das, genau, Rubber Tire. Warte, ich mach das mal weg. Ich finde das irgendwie übersichtlicher, wenn ich das hier habe. Okay, Glas Single Seat mal 2. Genau, das war das nächste, was wir machen wollten. Ich weiß aber gar nicht gerade mehr aus dem Kopf, was wir brauchen. Leder. 2 Stück. Leder machen wir nämlich aus Fuel und Plant Fiber. Aber Fuel haben wir keins mehr, soweit ich weiß. No. Okay, dann müssen wir uns das herstellen. So, dann haben wir uns das jetzt hergestellt. Dann brauchen wir natürlich noch... Zack, 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 hier Single Seat. Das haben wir dann 2-mal. Okay, läuft dann langsam. Vielleicht schaffen wir das schon in der Folge. Fiber Cloth haben wir 6 Stück. Das passt. Warte, dann tue ich das auch mal direkt nach oben. Weil das... ist ja alles, was wir benötigen für unseren Didi-Transporter. Okay, dann haben wir noch Rubber Tire 3-mal. Okay, wir brauchen 3 Reifen. Alles Klosen. So, was haben wir denn? Rubber Tire können wir schon EZ machen, sehe ich gerade. Leider aber nur 2-mal, weil uns Rubber Fruit fehlt. So, das ist aber kein Thema, weil wir haben eine Axt. Ui. Ui. Und wir können uns nämlich dieses Rubber Fruit ja holen aus den Bäumen. Ich weiß aber gar nicht, welche Bäume uns das jetzt geben. Leute. Könnt ihr... Oh, wir haben Post. Hallo, Post. From Isaac. Hi, I'm an old man that loves to play the game of Cross 5 in the park. But herein lies the problem. There are no tables in the park. I have to play it on the ground. So I've decided to make my own. I've contacted many other workshops to commission a stone table and 2 stone seats, but they all saw it as too small commission to take. You're my only hope. Oh, da müssen wir eigentlich annehmen, ne? Komm schon. Weißt du, ein armer Typen braucht ein bisschen Support, damit er nicht auf Boden spielen muss. Kann man dem auch mal ein bisschen Support gönnen, meiner Meinung nach. Komm, rubber, fruit. Rubber Fruit, tatsächlich. Plus 1. Okay, dann kriegen wir hier wahrscheinlich noch mehr raus, ne? Wir brauchen 15 insgesamt. Wir haben jetzt 12, wenn ich richtig liegen sollte. Da wurden auf jeden Fall ein paar gedroppt. 2 Stück. Ich glaube, es fehlt nur noch einer. 4. 4 Rubber, okay. Der Baum sieht gut aus. Boah, der braucht aber auch gut. Der braucht gut Leistung, Leute. Ey, beruhigt euch alle zusammen. Da. Okay, dann. Aber hat er nicht angezeigt, wir können direkt 2 machen? Oder habe ich gerade ein bisschen mich vercalculation und ich habe eigentlich genug Rubber Fruit? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Gehen wir jetzt mal gucken, Leute. Ey. Bei mir ist auf jeden Fall mein Gedächtnis, was zu craften angeht, ist solide, ist super. Und das Sweet sieht gut aus. Kann man das schon ernten? Ne. Da
Das ist noch lange nicht fertig. So, Rubber Tire. Ah, ich habe doch schon zwei gemacht, ich kleiner Datsenkopf. So, Reifen haben wir drei. Das ist sehr zufriedenstellend. Was wir jetzt aber safe brauchen, ist Sand. Da kommen wir gar nicht drum rum. So. Rubber Tire 15 Mal. Ich glaube, der hat das schon kalkuliert für... Ich glaube, die Sachen in Klammern werden nur für etwas benötigt. Sand eigentlich. Fehlt nur noch. Guck mal, wir haben hier auf jeden Fall das Leder. Damit können wir auf jeden Fall, denke ich, schon mal diese Sitze machen. Habe ich gerade nicht Leder aufgehoben? Ah, nee. Stimmt. Wir müssen das Leder ja auch erstmal machen, ne? Normal braucht man dafür. Oh. So. Ich überlege gerade, ein bisschen Fuel selbst zu sammeln. Direkt von den Lamas hier. Weil die sollen mal kein Auge machen und gönnen. Und wir gönnen uns jetzt eine Clubfetzerei mit denen. Da, guck, da haben wir schon das erste bekommen. Schaut mal. Ging auch ein bisschen Warnfuel. Ah, guck mal, da haben wir zwei direkt bekommen. Bleib stehen, Lama. Da. Jetzt haben wir genug, um noch ein weiteres Leder zu machen. Okay, das ging schnell. Ich habe jetzt eben gedacht, verarbeiten wir mal lieber das Warnfuel. Aber reicht auch das hier aus. Hier, gönnen wir uns das hier. Leder noch eins. Dann leben wir gut. Zwei Stück. So, jetzt gehen wir Sand holen, weil Sand brauchen wir safe. Kommen wir leider nicht rum rum. Aber warte mal. Kriege ich Sand auch hier raus? Ich muss ja vielleicht nicht extra dafür in die Mine. Frage ich mich gerade. Da liegt Sand, das ist sehr gut. Fünf sogar direkt. Need a better pickaxe. Das macht mein Herz traurig. Das macht mein Herz voller Trauer. Oh, level up. Weil wir sind schon Level 13, Leute. Bei uns läuft gut Bizeps-Karriere. Oh, komm schon, ne? Okay. Da haben wir Sand. Das können wir locker nicht abbauen. Ne, schade eigentlich. Guck mal, jetzt kriegen wir auch hier ein bisschen Marmor. Wisst ihr, kann man noch ein bisschen Marmor sammeln. Sag, warum nicht? Da haben wir noch ein bisschen Sand. Da haben wir nur Stein, better pickaxe. Gucken wir mal, was hier bei rumkommt. 21, wir brauchen noch 3. 1 kostet 8, 24 kriegen wir hin. Okay, dann haben wir auch genug Glas. Wir können dann gleich die Glas, ne, die Sitze machen. Das ist cool. So, da Glas mal 3. 10 Minuten normal machen die Auge. So. Okay, dann können wir hier das Leder nehmen. Hey, Inventar ist full. Puh. Ah, das können wir doch öffnen. Boah, 3 Eier. Puh, ciao, wir müssen das wegwerfen. Komm, das kann man wegwerfen. Komm, das hier. Soll der Geiz. Tun wir mal da die Eier rein. Wir hätten die... Oh, wir sind direkt zu Hause und ich bin so dumm, ich werf die Sachen weg, statt die einfach einzuräumen. Ey. Richtige Kungats. Logik. So, dann können wir das hier nehmen. Resin ist hier. Okay, so, dann können wir jetzt mal hier schauen. Das braucht noch ein bisschen. Wir haben aber hier auch noch nicht genug für... Doch, Single Seed können wir machen. Guck mal, dann haben wir schon mal einen. Wir können jetzt aber schon mal so langsam wieder den Didi-Transporter hier aufbauen. So, dann holen wir mal alles, was wir jetzt brauchen. Erstmal hier runter. Leute, der kommt der Laden hier langsam. Kommt, kommt, Leute, kommt. Small Engine, die können wir jetzt wieder wegpacken. Ich finde auch schön, dass alles ein Modell hat, ein eigenes.
total schön. Wisst ihr, was ich noch mache? Schauen wir mal das Salz. Das Fleisch. Und dann schauen wir mal. Normal brauchen wir 4. So. Und dann ballern wir mal. Zack. Ah, gut. Ich habe mich schon gefragt, gibt es da eine Animation für? Und ich bin glücklich darüber, dass es die gibt. So. Jetzt gibt es hier, Leute, gibt es hier bald lecker Roasted Meat. Kann man ein bisschen Nahrung konsumieren. So, was brauchen wir noch? Fiber Cloth, ne? So, Leute, der Laden kommt langsam, kommt. Glas 5-mal, brennt hier aber noch, weil es ein Datsenkopf ist. So, und dann, ja, was denn hier mit dem Leder? 51 Sekunden noch. Ich mach mal hier auf jeden Fall. Pass auf, wir haben ja noch Kupfer und so. Kann man alles safe reinpacken. Kupfer kann man auch noch brennen, weil, warum nicht? Kann man immer machen. Charcoal kann man auch nochmal machen, weil, sag, warum nicht? Zack. So, dann haben wir nämlich immer, falls wir das mal in Zukunft benötigen, werden wir safe genug davon haben. Und das ist das Wichtige. A common ingredient that goes well with anything. Small plant box. Ich überlege noch eine Planter Box zu bauen, eine smalle. Komm, und hier will ich irgendwas hin platzieren, aber ich kann das erstmal abnehmen, ganz ehrlich. Weil wir haben noch gerade nichts Großes. Wir haben eh noch nicht genug Discs, um uns etwas groß auch zu leisten. So. Da haben wir auch schon Charcoal. Ah, genau. Wir haben ja noch Isaac Game. Stone Tool 2 Stück. Das kriegen wir Ezeterino hin. So. Machen wir heute direkt parallel richtig viele Aufgaben, weil bei uns läuft. Stone Tool brauchen wir. Convenient practice, nice to sit on during the summer. Aber lass uns direkt mal 4 machen. Weil wir können die auch bei uns platzieren. Oder können wir die auch bei uns drinnen platzieren? Das frage ich mich. Ja, locker. Lass mal hier hin machen. Dann kriegen wir ein bisschen Stamina. Kann eigentlich den ganzen Laden voll machen damit, theoretisch. Jetzt habe ich 1 zu viel, Alter. Boah, ich habe gerade kurzzeitig Angst gehabt, dass man das nicht abbauen kann. Jetzt haben wir 4 Stamina mehr. Wir könnten die ganze Bude damit voll machen. Oh, guck mal, Leute. Unser erstes Nahrungskonsummittel ist fertig. Direkt mal konsumieren. Konsumieren wir es und Roasted Meat minus 1. Hat das jetzt geklappt? Ich glaube schon. Schade, ich habe gedacht, es gibt eine Animation. So, da haben wir das nächste. Das können wir nämlich verwenden für Single Tide. So, jetzt frage ich mich aber, wo ist der Tisch? Stone Table, Marble, als ob wir keinen Marble haben. Ich habe gerade eben voll viel Marble abgebaut. Gibt es ja echt kein Marble, unglaublich. So, Leute, der nächste Sitz. Single. Aha, Leute, Laden kommt langsam. Wartet. Schaut euch dieses Bild an, ey. Kann man direkt für Thumbnail nehmen. Didi Transport, Leute. Das war ein langer Weg bis dahin, ey. Aber mich stürzt das. Ah, wir Idioten. Wir hatten Marble die ganze Zeit, aber gar keinen Platz im Inventar. Da schaut mal, Topaz. Ihr habt euch wahrscheinlich schon im Video gedacht. Was ein Dutch. Vergisst er seine Items? Ja, Leute, zum Glück habe ich mich erinnert. Machen wir uns das noch mit und dann können wir tatsächlich den Tisch noch machen. So, kommt. Ups. Wie geht's, Remington? Und wir müssen noch diese eine heftige Box bauen für die Penbed-Invasion.
Puh, das Snake will ja nichts sagen, ne, aber. Okay. Wir können dann ja echt jetzt schon bauen, ne? So, das ist ja jetzt eigentlich fertig, oder? Isaacs Game, ja. Und wo ist der? Peach Plaza. Kann man eigentlich mal hinlaufen. Das Glas braucht eh. Können wir die direkt abgeben. Und dann können wir die Folge beenden. Dann können wir morgen weitermachen mit dem Didi Transport. Dann ist in der nächsten Folge, ist das dann safe durch, Leute. Dann sind wir wahrscheinlich die Ersten, hoffe ich mal, die so einen Didi Transport fertiggestellt haben. Und da sitzt, oh, der Arme. Guck mal, wie der leben muss. Zum Glück sind wir korrekt. Excellent work. I'm impressed. Now I just wait for it to be set up and we can have a game of Crossfire or two. Ja, okay. Someone took my favorite book while I was out for walk. I will never forgive. Jemand hat ein Buch geklaut. Okay, Leute, wir haben einem alten Mann eine Freude gemacht. Das ist sehr gut. Reputation ist natürlich ein bisschen gestiegen. Wir haben schon 19 Uhr. Uiuiuiui. Und da ist auch schon das nächste Fleisch am Warten. Okay, die Frage ist jetzt, was brauchen wir noch? Rubber Tire haben wir. Wir brauchen eigentlich nur noch Frame. Copper Bar mal 5. Das können wir auch schon machen. Ah, Leute. Kommt, kommt langsam der Laden. Windshield fehlt nur noch, Leute. Und damit muss ich euch leider stehen lassen mit. Das passiert leider erst in der nächsten Folge. Wenn diese 4,5 Minuten vorbei sind. Kleine Cliffhanger. Ich bin so Blitze. Aber Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir waren produktiv. Wir haben instant die Aufgabe von einem alten, armen Opa gelöst. Jetzt kann er ganz in Ruhe spielen. Muss dann Rücken schädigen, beim Aufstehen. Didi Transporter wird morgen safe fertig. Und dann können wir direkt schon den nächsten anfangen zu bauen. Und wir müssen die nächste commissionen. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Kommentar da, ein Like, ihr wisst Bescheid. Checkt auch in der Beschreibung meine Amazon-Reflinks ab. Wäre korrekt, wenn ihr die anklickt, falls ihr was kaufen sollt bei Amazon. Weil, da kriege ich eine Provision für, ihr zahlt nicht mehr, aber ihr unterstützt mich ein bisschen damit. Aber Leute, ihr wisst Bescheid, müsst ihr natürlich nicht machen. Alles nur lieb gemeint. Und schaut bei Twitch vorbei. twitch.tv/derkunga, da stream ich. Ansonsten, haut rein. Tschüss.